Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zur Pokémon Schwarz, Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, ich habe jetzt ein bisschen rumgefummelt an den Sachen und hab's hinbekommen, dass wir nicht mehr dieses Mega-Lag haben. Ich hoffe, das hält sich jetzt. Und deswegen würde ich sagen, beginnen wir unsere neueste Folge hier, für hoffentlich lagfreie Folge damit, dass wir genau uns eigentlich ein Pokémon fangen wollten. Aber unser Visocaster klingelt. Hallo Cicel, ich bin's, deine Mutter. Wie geht's dir denn so? Ach, auf Route 7 bist du gerade unterwegs. Mach keine Sachen. Da hast du ja schon einiges an Weg hinter dich gebracht. Aber sag mal, passt du mir auch schön auf deine Pokémon auf? Ohne sie wärst du nie so weit gekommen. Das hast du alles deinem Pokémon zu verdanken. Also behandelte sie auch dementsprechend. Hoppla, es kam gerade etwas strenger rüber, als es gemeint war. Da hat sich wohl der Trainer mir zu Wort gemeldet. Aber gut, ich lege dann mal auf. Ja, ja, mir geht's gut und ja, ich habe auch ein paar... Schön, dass du dich freust, dass ich ein paar Orden gewonnen habe. Ja, Leute, in der letzten Folge, muss ich nochmal sagen, neben den ganzen Gelegge, haben wir Apollonia leider verloren. Ja, leider, habe ich ja gespeedet gehabt und da ist uns Apollonia leider weggestorben. Ich find's doof, aber... Sollen wir mal. Oh, und wir kriegen sofort... Ernsthaft? Ich kann mir zwischen zwei Pokémon aussuchen und krieg zweimal Krakelo. Ernsthaft? Du willst doch verarschen. Ich fühle mich gerade mega verarscht. Hey, du kannst jetzt zwischen zwei Pokémon aussuchen. Welches willst du? Krakelo, Krakelo? Jetzt nerven die beiden mich hier mit Dingsbums. Bis. Bam. Ich hätte absolut nichts dagegen, dass du ein bisschen mehr abziehst, Kirito. Ach ja, was wollte ich euch erzählen? Ich bin in letzter Zeit ein bisschen auf einem Metal Gear Solid Trip gewesen. Also ich habe mir die Spiele haben ja einige als Filme eingestellt bei YouTube. Und die habe ich mir jetzt angeguckt, Teil 1 bis 4. Und bin total gehypt jetzt. Und schon wieder kriegen wir den Boost. Kirito ist der Boostmaster hier. Auf jeden Fall, ich habe damals ja auch angefangen mit Metal Gear Solid. Ich habe Metal Gear Solid 1 gespielt. Was mache ich denn da? Ach ja, doch, Quatsch, ich muss Dings da schwächen. Auf jeden Fall, ich habe ja mit Metal Gear Solid 1 angefangen damals auf der PlayStation und war damals schon extrem gehypt davon. Besonders dieses Geniale im Schnee. Die es kennen, wissen bestimmt, was ich meine. Wenn man da Spuren hinterlässt und dann die Wache da ankommt und... Hä? Oh, Fußspuren! Und läuft da so ein bekloppter Idiot hinter den Fußspuren her. Am schönsten war es natürlich, wenn du dann einmal durchgespielt hast und du hast den Stealth-Anzug gehabt. Das war auch genial. Dann konntest du die erst recht richtig verarschen und mein Kopfhörer quietscht schon wieder, knacki quietscht. Ich hab's geliebt damals. Ich hab's so. Moment, ich muss mal kurz ein bisschen nachjustieren, das nervt gerade. Ich sollte jetzt aufhören mit Schaden machen. Sagte ich und hau nochmal ein. Oh Gott! Ich muss Dings auswechseln. Ich muss Sarah auswechseln. Problem ist nämlich, wenn der jetzt, Sarah angreift. Böllenhelm Schaden. Auf jeden Fall. Was wollt ihr sagen und nicht lügen? Auf jeden Fall, Metal Gear 1 war da auch genial für eine Story auch hier. Metal Gear 2, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich war kein Freund von Raiden. Bin ich ganz offen ehrlich. Komm, Statik! Yeah! Und ich bin so heute nicht. Wir können aber gleich mal Krakelo ins Team nehmen. Das hat unser Team-Level. Und... kann dann den Platz von Apollonia einnehmen. Die ja leider verstorben ist. Im letzten Part. Was wollte ich sagen? Ja, Teil 2 von Metal Gear war nicht so mein Fall. Also die Story war schon genial. Also sie war sehr interessant. Aber... erstmal war ich kein Fan von dieser Death Cell-Gruppe. Ich meine, wenn du da eher so an den anderen, an Teil 1 zum Beispiel denkst, Revolver Ocelot, Sniper Wolf und so,
Sie hatten alle so Tiefe, wisst ihr? Also so auch so ihre eigenen Rollen, das hat sich auch hingezogen. Zum Beispiel Ocelot, Revolver Ocelot, hat den ersten Kampf gemacht, war ja richtig heftig mit diesem C4, was da eingebracht war. Und er verlor ja. Und können einen LKW umkippen, der arme LKW. Auf jeden Fall hast du dann da halt gekämpft gegen den und am Ende kam ja Gray Fox alias Deep Throat und hat in die Hand abgeschnitten. Und dann zog sich das auch so die ganze Folge, also das ganze Spiel hin. Oh, Sniper Wolf, du hast sie kennengelernt. Und zog sich dann auch so hin, genauso wie Raven. Also es war schon genial. So, jetzt muss ich erstmal einen Namen geben. Und weil wir jetzt hier sowieso vom Metal Gear reden, nenne ich sie Meryl. Auf jeden Fall. Ja, und bei Teil 2, also ich weiß nicht, da hatten wir die Deathcell-Mitglieder, wie hießen sie, Fortune, die ja anscheinend das Glück gepachtet hatte und von keiner Waffe und von keiner Munition getroffen werden konnte. Dann hatten wir Fatman, weiß dummer Name, aber das war ja dieser Bombenspezialist, mit dem du eigentlich so gut wie null zu tun hattest. Das Einzige, was du mit dir gemacht hast, ist, dass du seine C4-Bomben gesucht hast. Und das war's. Und dann dieser Kampf da oben auf dem Dach. Nee, auf der Plattform eher, ne? Dann gab's ja noch Vamp. Also Vamp zieht tatsächlich ja wie den Kaugummi gezogen. Ist ja auch in Teil 4 ja wieder aufgetaucht. Aber das hat mich auch ein bisschen genervt mit Vamp, muss ich ganz ehrlich sagen. Kopfschuss, okay. Dann hast du ja gegen ihn in diesem komischen Becken da gekämpft, wo man ja eigentlich nicht mehr hochkommen konnte. Auch laut seiner eigenen Aussage. Und dann kommt er da einfach und tötet erstmal die Schwester von Otacon. Weiß nicht. So, hallo. Du sprichst mich also tatsächlich an? Ein Trainer vom Format, so mag ich's. Hier, nimm die TM. Genesung, auch nett. Ich hab vergessen, ja. Ich hab vergessen, Meryl mitzunehmen. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ach ja. Und die Dead Cell-Mitglieder waren einfach nicht so mein Metier. Solidus war schon interessant, es war aber schon schade. Es kam mir eher so vor, als wenn er reingedrückt wurde, wisst ihr? Also wir hatten ja Liquid bei Teil 1 gehabt und da hat man schon so ein Wuff gehabt, aber dann kam Solidus und dann das, naja. Es war auch schade, dass er so wenig mit Snake zu tun hatte in dem Pfad. Ich meine, es ging ja wirklich auch wieder nur um Raiden fast. Und komm, Solidus hat Raiden als Dings aufgenommen, als Kindersoldat und bla. Also irgendwie, ja. So, jetzt müssen wir uns erstmal von Apollonia verabschieden. War schön, die bei uns zu haben. Tut mir leid, das war mein Fehler. Ich habe gespeedet und habe nicht drauf geachtet. Mach's gut. Und danke für alles. So. Das war Apollonia. So, jetzt wollen wir uns erstmal unser neuestes Mitglied angucken. Meryl. So. Meryl ist forsch. Flüchtet schnell. Hat Biss, Jauler, Superstall und Stampfer. Moment, da kommt Stampfer nach oben. Bei Step. Find ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Angriff, ja. Hat Minus in das Wesen natürlich. Schade, aber. Und, oh, also es ist speziell und physisch. Das finde ich natürlich gut. So, welches Item geben wir ihm denn? Fokusgurt würde ich jetzt irgendwie ein bisschen absehen. Weil, Baum? Nein, weil ich da einfach keinen Sinn finde, jetzt das Fokusgurt, den Fokus zu geben. Aber wie es aussieht, können wir sonst nichts ihm anlegen. Die Genauigkeit. Kampfknochen bringt nichts. Matschband auch nicht. Scope-Linse. Kommen wir nämlich die Scope-Linse. Dann nehmen wir auch erstmal Sarah da oben weg. Erstmal sortieren hier. So, weil Vivi und Marion Kirito müssen die nachlegen. Auf jeden Fall. Ja, Solidus fand ich schade. Weil man erfuhr ja im vierten Teil, dass Solidus ja eigentlich der perfekte Klon vom Big Boss war. Naja, auf jeden Fall, also ich kann ja mal gucken, ob die Tams Meryl beibringen können. Dann kamen wir zum dritten Teil von Metal Gear, was ja so gesehen erst die Startreihe war.
Also da ging es darum, wie das alles komplett. Oh cool, kann sogar lernen. Wie es losgegangen ist, das Ganze mit The Boss und. Und dann fand ich die Cobra-Mitglieder sehr interessant, muss ich sagen. Weil es waren ja auch Venus, Pain und The End und so. Also es war schon richtig genial eigentlich. Am besten war ja The End. Der Typ, der die ganze Zeit nur gepennt hat und jetzt zum letzten Kampf gegen Snake, gegen Naked Snake aufgewacht ist. Um dann als Scharfschütze da echt durch jedes Gebiet zu eiern. Der Kampf hat sich hingezogen, ey. Ja, dann, ja, ich fand den Teil schon wieder genial, weil du hattest auch diese Aspekte, dass du essen musst, dass du auch wirklich darauf achten musst, dass du nicht nur tötest. Weil es gab ja am Ende diesen Fluss da von The Sorrow, wo du ja alle wieder getroffen hast, die du getötet hast. Und wenn du bis dahin eigentlich niemanden getötet hast, außer jetzt die Opera-Mitglieder, dann triffst du auch nur die. Und einmal Molida. Hallo Molida. Da haben wir Mario gerade die beste Attacke beigebracht gegen, ne? Nämlich Blättersturm. Und er kommt natürlich mit dem Schutzschild an. Du bist doch ein Arsch. Auf jeden Fall. Autsch. Weckruf. Ernsthaft? Alter. Hoffen wir mal, das reicht. Das reicht nicht. Wieso reicht das nicht? Ah, ich muss auswechseln. Was setze ich denn da mal rein? Also das macht Weckruf. Sandra, übernimm du mal. Ich hoffe mal, ich habe jetzt keine Grafik einbußen, nur das müsst ihr mir sagen, weil ich habe ein bisschen umgestellt, damit wir nicht mehr dieses tolle Lagging haben. Aber bei mir sieht es einigermaßen in Ordnung aus. Ich hoffe, es sieht auch draußen aus. So, Donnerstock, bitte. Was kommt denn mit Aquavella an? Er geht doch mal weg. Wehe. Keine Verwirrung. Ja, auf jeden Fall fand ich Teil 3 einen der besten. Muss ich so sagen. Erstmal die Bosskämpfe waren genial gewesen. Und alle, die es gespielt haben, erinnern sich an den letzten epischen Kampf gegen The Boss. Alter. Ich habe am Ende auch Rotz und Wasser geheult nach dem Spiel. Das war echt tiefgründig. Und nachdem klar wurde, warum The Boss als Feind gebrandmarkt wurde, ey, ich war so sauer gewesen auf die also auf die Vorgesetzten und so. Ja, wie komme ich jetzt an euch ran, Leute? Natürlich müssen wir erstmal ein wildes Pokémon begegnen. Oh, hier gab es auch einen Skunkapu. Hätte ich auch nichts gegen gehabt. Gefeilt hat. Oh, ich weiß schon was, welches Item ich jetzt Mary gebe. Den Rauchball. Alter, übertreib. Hallo, ich will hier weg. Hallo, ich bin weg hier. So. Meine Güte. So. Dürfen wir erstmal wieder heilen. Ich muss wieder neue Tränke kaufen, merke ich gerade. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand auch die Verbindung zwischen Big Boss, also da noch Naked Snake und Ocelot richtig genial. Big Boss war ja der Grund, warum Ocelot die Revolver geholt hat. Also sich die Revolver geholt hat und dann zur Revolver-Ocelot wurde. Ocelot, das war. Oh. Dann seine Handgeste von irgendwie so genial. So. Mann, ich quatsche hier ganz schön mit Metal Gear zu, ne? Naja, ich brauche ja mal ein Thema, dem ich mich mit euch über unterhalten kann. Ja, und nach Teil 3 habe ich mir dann natürlich jetzt zuletzt Guns of Patriots angeguckt, den vierten Teil. Und der war ja so verwirrend gewesen. Was ich aber immer sehr schade fand, und das haben sie massiv gemacht, ist, dass Snake immer wieder verletzt wurde und hast ihn nicht gesehen. Das war doch sehr schade eigentlich. Klar, er war alt und so, aber dennoch. Ich habe das gar nicht gesehen. Was war das? Charme? Nee. Was macht denn Herzchen und denkt bitte Liebreiz? Kann das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Apropos Finian, ich will auch eins haben. Ich liebe Finian. Finian ist genial. Wenn wir einen Finian kriegen, dann könnt ihr euch mal einstellen, dass wir das auf jeden Fall ins Team mit reinnehmen. Ach du Schande. Zwirklopf. Wir haben zwar Lärmschutz, der uns gegen Superschall schützt, aber leider nicht gegen Konfustrahl. Weil das kein Lärm ist. Komm schon, Meryl. Ach, warum denn? Kommt die Verfolgung? Ja, okay. Finde ich gut, finde ich in Ordnung den Schaden. Och nö, fang doch nicht mit Fluch an. Alter. Jetzt bin ich schon in einer echt wieder bescheidenen Position. Ganz einfach, weil wenn ich jetzt rauswechsle, macht er Verfolgung. Das heißt, Meryl wäre auf jeden Fall draufgegangen. So, jetzt macht er jetzt Verfolgung, kriege ich erstmal Schaden. Dann kommt noch Flugschaden dazu. Und? Ja, es geht, okay. Jetzt muss ich nämlich hoffen, dass der Biss durchgeht. Geht er nämlich nicht durch? Ach, nö, nicht schon wieder. Oh, komm, komm schon, komm schon. Ach, fick dich doch, ey. Entschuldige die Wortwahl, aber es nervt. So, jetzt kommt die Verfolgung. Ja, und ein Quit, ja, super klasse. Und Meryl ist tot. Alter, das ist doch... Oh. Ernsthaft? Dreimal Verwirrung, Selbstschaden? Ich hasse Verwirrung. Ey, leck mich doch an der Füße, ey. Kann doch gegen ihn angehen. Vivi. Ja, super. Das Pokémon, was wir gerade bekommen haben, ist jetzt schon wieder K.O. Der wird Schattenstoß hier an. Alter, ist gut. Geh bitte jetzt einfach down. Dankeschön. Ah, es kann nicht angehen. Ja, geh weg. Hau ab. Ich hasse dich. Oh Mann. Ey, ernsthaft. Ja, sorry. Ja, Meryl, das war ein kurzer Auftritt. Ja, das war aber auch Beschiss ohne Ende, ey. Ich hätte mich ja, frag mich ja, ob wir es ohne Crit noch überlebt hätten. Hätte ich mich mit Meryl noch einmal heilen können. Und ein Grünstück. Toll. Naja, aber wir können ja gleich im. Ach, wie ist er denn nochmal? Turm des Himmels, können wir noch ein Pokémon fangen. Geh weg! Halt die Backen und kämpf jetzt hier einfach. Mann! Ja, ich bin ein bisschen angepisst. Ey, das kann doch nicht gern sein. Dann fangen wir ein Pokémon, was unter Level ist, und dann. Jungblut. Ich habe Kirito nach vorne gesetzt. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, aber. Ja, mit Kirito ja. Wie hieß das Ding noch? Robustheit, ne? Ja, du setzt mal Schnabel ein, hab ich kein Problem mit. So. Patsch. Jetzt die Frage, was setzen wir denn eigentlich gegen Geraldine ein? Normalerweise hat sie Flugpo. Ich muss das im nächsten Randomizer unbedingt mal ändern. Dass ich einfach mal die Pokémon lasse, so wie sie sind. Weil ich kann mich überhaupt nicht einstellen darauf. Nö, ich behalte Antikraft. Nein! Oh, jetzt. Nein! Ja, so. So, was kommt jetzt? Traunfugil. Hallo, Traunfugil. Jetzt können wir mit Knirscher kaputt knirschen. Hürde. Ja, hätten wir jetzt eine Statusveränderung drauf, wäre das wesentlich schlimmer geworden. Weil Bürde ja mehr abzieht, wenn man zum Beispiel paralysiert ist, schläft oder so. Und Pionscorer. Ah, du Kiefer. Echt? Kiefer ist auf Gestein neutral? Mann, 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 ich spiele zu wenig Pokémon. Bam! So. Wenn ihr euch wundert, dass der Sound vielleicht ein bisschen vom Spiel wieder ein bisschen laut ist oder so, auch keine Ahnung. Ich bin wieder am OBS rumschrauben. Alles dank des Längs, was wir in letzter Zeit hatten. Und ich hoffe mal, es ist in Ordnung so. So, eine Limonade noch. Ups. Ach Gott, ich muss echt wieder einkaufen gehen. Ja. Bleibt leider nicht aus. So, was ist denn hier nochmal drin, ne? Ich weiß, es ist eins der Häuser,
Hey Herbert, dass wir... Hast du dir ein Sedimento geschnappt? Vielleicht gegen meinen Emolga tauschen? Nein. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall in eins der Häuser schlafen können. Beziehungsweise unsere Pokémon ausruhen können. So, ja, genießt haben wir ja in der letzten Folge gekämpft. Du bist ja schuld, dass Apollonia tot ist. Oder sein Pokémon. Pokédex. Ah, ja, ein Pokémon habe ich auch. Sogar 6. 5 leider nur noch. Oh, Schnuthelm, guck mal, das ist Cherry. An das erinnere ich mich sogar noch. Hallo, Cherry. Leider bist du jetzt ein gegnerisches Pokémon. Das heißt, ich muss leider Antikkraft einsetzen, nicht platt machen. Jetzt muss ich aber gerade Raid What sagen, weil hat er nicht Absorber? Oh, komm mit. Okay. Komm mit Creeper Trazon. Ja, senk du mal unsere Spezialangriff. Weil ich ja mit Kirito auch so spezial angreife. Also merke ich gerade, dass ich Kirito von der Spitze mal wegpacken. Ey, komm! Ja, dass sie sagen wollte, ich muss Kirito von der Spitze wegpacken. Das ist nämlich Level 31 schon. Wir müssen Vivi noch nachziehen. Wo ich ja bis heute noch auf den Donnerstein warte. Ich will den Donnerstein! Weil jetzt würde ich Vivi auf jeden Fall schon entwickeln. Weil bei Pikachu ist das immer so, dass ich warte, dass es Donnerblitz lernt. Und da es jetzt mittlerweile schon Donnerblitz gelernt hat, sehe ich dem entgegen, dass wir endlich einen Dreitschuh bekommen. So, du bist das. Du lässt meine Pokémon ausruhen, ne? Ja. Sehr schön. So. Rauf da. Und dann, wie gesagt, dürfen wir im Turm des Himmels uns auch ein Pokémon fangen. Da war natürlich früher mein Lichtel sehr prädestiniert, also der war ja dauerhaft da. Aber vielleicht kriegen wir diesmal auch ein Ignivor, okay. Vielleicht kriegen wir mal ein ordentliches Pokémon jetzt. Hätte ich nichts gegen. Ich überlege gerade, was fehlt uns denn eigentlich? Ich hätte gerne mein Feuer-Pokémon, nicht ganz offen, ehrlich. Boom, Bodycheck. Alter, viel zu viel Damage. Ja, Meryl ist... Muss ich darauf aufpassen, dass ich Meryl nicht einsetze. Ist ja K.O. So, Sarah, mach du das mal bitte. Och ja, jetzt kommt er natürlich mit Nitro-Lado an. Du bist doch ein... Ich wollte... Ach, das ist ein Critical Hit. Ich wollte gerade sagen, hallo, wir haben Hitzeschutz. Dürfte ja nicht so viel abziehen jetzt. Jo. Ich wollte gerade sagen, wir haben nämlich Hitzeschutz, was Feuerattacken abschwächt. Aber ich glaube, ich habe schon mal erzählt, als wir Sarah gefangen haben, dass ich meinen Bronze-Song Competitive gerne mit Hitzeschutz spiele. Meryl. Sorry. Okay, du siehst hier sehr seltsam aus, wenn ich jetzt mal frei sagen darf, der Mund. Ja, Ola, ja, erhöhe mal deinen Angriff. Werden dich hier so mit einem Durchbruch durchbrechen. Zack. Ach Leute, was soll ich sagen? Ich muss mich an das Ganze aufnehmen, erstmal auch gewöhnen. Wait, what? Bist du wahnsinnig? Kommt mir mit Kleider Gladia an. Kreuzschere bitte. Dürfte neutral sein, weil Kampf ja. Oh, immer ein Critical Hit. Alter, mach hier mir keinen Herzinfarkt. Kommt der mit Kleider Gladia hier an? Bist du das Wahnsinnsmädchen? Ja, ja. Eine Wildbierbeere. Die Pokémon Ranger mit ihrem Bären adorned. Du rufst dein Pokémon zu wenig Bären. Friss! Ah. So. Ich glaube, ich werde gleich mal in der Aufnahmepause einmal nochmal zurückgehen, um uns Tränke zu holen. So. Oh, eine Machtkette. Cool. Ja, falls wir mal Lust haben auf IV-Training. Kann ich Machtkette nutzen für Initiative. So, 30 Jahre, bis ein Baum vollständig ausgewachsen ist. Was hättest du einen Kampf als kleine Schoß zu Ehren der Bäume? Echt? 20 bis 30 Jahre dauert das, bis ein Baum ganz ausgewachsen ist? Ich weiß es nicht, ich habe es nie beobachtet. So ein Setzling zum Baum. Wäre aber mal interessant, muss ich sagen. So, ja.
Wieso hast du jetzt ein Boden-Pokémon? Oh. Ey, ernsthaft, ne? Komm, das macht Melanie wieder. Melanie oder MVP hier. Kann ich aber leider in der nächsten Arena doch nicht einsetzen. Wir haben ja kein Dings, sag schon. Keine Fluggegner. Wie gesagt, das werde ich im nächsten Randomizer oder wenn wir das nächste Mal ein Pokémon spielen, hier nach umstellen, dass die Trainer ihre Pokémon behalten, weil. Das ist doch ziemlich schade eigentlich. So. Melanie erreicht auch Level 32. Wie ja. Und da ist ein Klick. Ich hätte auch gerne mal einen Klick, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde Klick eigentlich witzig. Ich klicke die Klack. Auch wenn der Name natürlich total beknackt ist. Ich klicke die Klack. Klick, klick, klick. Dann gibt es Klick, Klack, glaube ich. Und dann klicke ich die Klack. Oh. Ja, ja, ja. Kein letztes Wort für Leute mit feuchter Aussprache. Könnt ihr mal versuchen. Ganz, mit ganzen feuchten Mund immer klick, die Klack, klick, klick, klick zu sagen. Ohne dabei zu spucken. So. Was haben wir denn hier? Noch ein Fokus. Sehr schön, dass sie jetzt die Fokusgurte hinterher schmeißen. Nehme ich natürlich sehr gerne. Moment. Nee, okay. Ich habe gedacht, da wäre doch ein Item. So, dann gehen wir mal in den Turm rein. Hi. So Leute, bevor wir den Turm des Himmels machen. Haha, ihr wisst schon, wenn ich den Part hier so fies wie ich bin. Wäre nett, wenn ihr, wenn euch gefallen hat, ihn einmal einen Daumen hoch gibt und wir sehen uns beim nächsten Mal.